Der Tag nach der Schießerei an der Eisenbahnstraße. Immer noch ist der Tatort weiträumig abgesperrt. Rückblick. Gestern am späten Nachmittag kam es hier zu einer heftigen Auseinandersetzung zweier rivalisierender Rockerbanden, der Hells Angels und der United Tribunes. Der Streit eskalierte. Wie heute durch die Polizei bekannt wurde, steht ein 30-jähriges Mitglied der Hells Angels im Verdacht, hier auf die verfeindeten United Tribunes geschossen zu haben. Er wurde mit 13 weiteren Anhängern der Hells Angels vorläufig festgenommen. Zwei Mitglieder der United Tribunes wurden durch Schüsse verletzt, einer verstarb noch am Abend im Krankenhaus. Was hat es wem jetzt gebracht? Wissen Sie, jemand hat seinen Sohn verloren, seinen Bruder verloren, vielleicht Kinder haben ihr Vater verloren. Was hat das denen jetzt gebracht, die das getan haben? Die sollten mal umdenken. Menschen retten ist Heldentat, aber nicht töten. Das, was gestern geschehen ist, das hat mit der Eisenbahnstraße normalerweise nichts zu tun. Das ist die zwei Truppen, die gegenseitig irgendwie, also Kräfte zu zeigen. Viele Aktivitäten der Rockerbanden bleiben der Öffentlichkeit verborgen. Teile der Eisenbahnstraße seien laut Polizei schon seit längerem unter der Einflussnahme der Hells Angels. Nun mache aber seit wenigen Monaten die verfeindeten Rocker der United Tribunes ihnen hier Konkurrenz. So seien sie dabei, in diesem Gebäude ein Vereinshaus zu gründen. Davor passierte auch die Schießerei. Die Polizei will auf den Bandenkrieg jetzt mit mehr Präsenz reagieren. Was wir jetzt sehr akribisch betreiben werden, ist natürlich Raumschutz. Wir werden jetzt in nächster Zeit sehr wachsam sein und eben auch die Streifentätigkeit erhöhen. Es gibt Andeutungen in sozialen Netzwerken, dass es zu einem Racheakt kommen könnte. Viele Anwohner hier in der Eisenbahnstraße hoffen, dass solch sinnlose Gewalt nicht noch einmal passiert.